Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Seien Sie herzlich willkommen zum Gottesdienst am ersten Tag des Jahres 2023 hier im Berliner Dom und an den Orten, an denen Sie über unseren Livestream mit uns verbunden feiern. Da stehen wir nun am Anfang eines neuen Jahres, nachdenklich, zögerlich, ein bisschen benommen noch vom Alten. Wie hinter Milchglas liegen die Tage, Wochen, die ganze Zeit, die kommen wird. Schemen sind zu erkennen, Bewegungen, Figuren zeichnen sich ab, undurchsichtig das Ganze. Am Beginn des neuen Jahres stehen wir auch im Licht der Weihnacht und immer noch an der Krippe. Blicke begegnen sich dort. Gottes Blick in einem Menschenkind, so schaut er uns an, behält uns in dieser Weise im Blick das ganze Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht, das Versprechen für dieses Jahr. Gott verliert uns nicht aus seinem Blick, sein Blick hält uns. Wir können aufbrechen und losgehen. Wir heißen herzlich willkommen die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Annette Kurschus. Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind, uns die Predigt halten und mit uns diesen Gottesdienst feiern. Schön, dass Sie da sind. Die Musik in diesem Gottesdienst wird ermöglicht durch die Bärbel-Wasak-Stiftung, die seit 2011 die Kirchenmusik hier am Berliner Dom unterstützt. Und so können wir heute auch die Berliner Dombläser herzlich willkommen heißen. Schön, dass auch Sie da sind. Lasst uns singen. Hört auf Worte des achten Psalms. Herr,
unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe den Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Gott, du Anfang und Ende, am Beginn des neuen Jahres kommen wir zu dir und legen uns dir ans Herz, mit allem, was uns bewegt, mit unserem Glück und unserer Zuversicht, mit unserer Unsicherheit und unserem Schmerz. Was noch schwer auf unserer Seele liegt, woran wir tragen, und was wir nicht losbekommen, legen wir in deine Hände. Den Streit, den wir vom Zaun brachen, die Versöhnung, die wir nicht wagten, den Unfrieden in uns, unseren Mangel an Liebe und Vertrauen, binde uns los davon und von aller Schuld, richte uns auf. Was vor uns liegt, dieses ganze Jahr, macht uns unruhig. All die Unsicherheit, die weiten Wege, wieder zueinander zu kommen, all das, was uns trennt voneinander, von deiner Schöpfung, von dir, zu überwinden, zu durchschreiten, wie soll das gehen? Senke deinen Geist in uns, der uns ruhig macht und zuversichtlich. Du bist der Herr der Zeiten und hältst bereits in Händen, was wir nicht kennen. Du bist der Ewige, der uns und deine Welt durch alle Veränderung tragen und bewahren wird. Beschenke uns mit deiner Nähe, jeden Tag, den du uns schenkst. Erbarme dich. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gott erbarmt sich über uns. Er spricht durch den Mund seines Propheten. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ehre sei Gott in der Höhe.
Gott, du Begleiter durch die Zeiten, was das neue Jahr bringen wird, du weißt es. Wir hoffen, dass du uns nahe bist. Stärke unsere Zuversicht und bleib uns gnädig zugewandt, was immer kommen mag. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Die Epistel für den heutigen ersten Sonntag im neuen Jahr steht im Brief des Jakobus im 4. Kapitel. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und nicht wissen, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wort des lebendigen Gottes.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Evangelium für den heutigen Neujahrstag steht bei Lukas im 4. Kapitel. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit dem Glaubensbekenntnis von Nicäa, Konstantinopel. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, uns Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt, Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, allgemeine, apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Selten, liebe Neujahrsgemeinde, selten habe ich die Sehnsucht nach Gott und das Leiden, das mit dieser Sehnsucht einhergeht, so intensiv gespürt wie in dem Jahr, das gestern zu Ende ging. Vor einer Woche erst, zu Weihnachten, da haben wir gefeiert, dass Gottes Sehnsucht nach den Menschen noch größer ist. So groß, dass Gott für sich selbst das Menschsein erwählt, und zwar in seiner zartesten, in seiner verletzlichsten, am stärksten auf Hilfe angewiesenen Form eines kleinen Kindes. Gott nimmt alle menschliche Schwachheit auf sich, um uns nah zu sein. In dieser unbegreiflichen göttlichen Sehnsucht liegt unsere Rettung. Das nehme ich als tiefe Gewissheit mit in ein neues Jahr. Und diese tiefe Gewissheit, die brauche ich nötig. Die vielen schriftlichen Weihnachtsgrüße, die Gespräche in der Familie an den Weihnachtstagen zu Hause, die Telefonate mit Freunden zwischen den Jahren, sie waren anders als sonst. Erschöpfung klang darin und manche Sorge, viel Verunsicherung im Blick auf das, was kommen mag, bei manchen auch richtige Angst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Ausruf wird uns im Jahr 2023 als Jahreslosung begleiten. Das klingt, als ob jemand staunt und als ob sich in das Staunen etwas wie aufmüpfiger Trotz mischt. Ein trotziges Dennoch gegen alles, was seit fast 3 Jahren wie ein willkürliches, blindes Schicksal pausenlos über uns hereinbricht, wütend Schlag auf Schlag austeilt, Unheil auf Unheil türmt, auf Seuche, Krieg auf Krieg, Inflation auf Inflation, Armut und so weiter. Ende offen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das klingt wie ein machtvolles Stoßgebet gegen dieses ohnmächtige Grundgefühl, das viele aus dem Alten ins neue Jahr hinüberschleppen. Das Stoßgebet kommt aus biblischen Zeiten zu uns, aus dem Mund einer schwangeren Frau namens Hagar. Die ist auf der Flucht, irrt in der Wüste umher, hoffnungslos. Übersetzt man ihren Ausruf wörtlich aus der hebräischen Sprache, dann lautet er: Du bist ein Gott der Erscheinung, du bist ein Gott, der sich zeigt. Was für ein tiefer und hoffnungsvoller Doppelsinn. Gott, der uns sieht, der uns im Blick hat, das ist ein Gott, der sich sehen lässt und der seinerseits nicht verborgen bleiben wird. Wir sind nicht Hagar, nicht diese schwangere Frau auf der Flucht in der Wüste, doch in wahrlich wüsten Zeiten leben auch wir. Bedroht von allerlei Verwüstungen draußen in der Welt und drinnen in der Seele. Drangsaliert von wilden Kriegsherren und wüsten Viren, gefährdet von wüsten Klima, meteorologisch und gesellschaftlich. Von Wüstlingen, die in der Demokratie herumtrampeln, Sand in die Augen der Menschen streuen und ins gesellschaftliche Getriebe. Große Worte hallen durch unsere Wüstentage, Zeitenwende, Transformation, Agilität. Solche Worte sollen Zukunft atmen, sie sollen Tatkraft wecken und zur Beweglichkeit anspornen. Aber ich meine, sie erreichen bei den meisten das glatte Gegenteil. Für viele dünstet aus ihnen der Kondensstreifen eines rasenden Stillstands. Die Welt im rasenden Stillstand. Diese paradoxe Formulierung ist schon 25 Jahre alt, aber mir scheint, sie war selten so zutreffend wie gegenwärtig. Wir rasen dahin, besinnungslos, atemlos, ohne Gelegenheit nachzudenken und hinzufühlen. Und viele Menschen, die fühlen sich wie festgeklebt in dieser ganzen Raserei.
Und ich frage mich, ist dieses unselige Festkleben der sogenannten letzten Generation womöglich ein tragisch sprechendes Bild? Ein tragisch sprechendes Bild für das allgemeine Empfinden, nicht nur der jungen Generation? Diese Generation wird nicht die letzte sein, davon bin ich tief überzeugt. Was sie fordern, alles müsse anders werden. Ob darin letztlich eine tiefe, buchstäblich lähmende Ratlosigkeit steckt, wie das eigentlich gehen soll, dass es wirklich endlich anders wird. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der sich zeigt. Ein Stoßgebet aus Wüstenzeiten in Wüstenzeiten. Mehr noch, dieses Stoßgebet rebelliert gegen diesen faden Fatalismus, gegen alles, da kann man nichts machen, auf mich kommt es ja doch nicht an, was soll ich schon ausrichten? Das nämlich, liebe Gemeinde, das ist die große Versuchung, sich unsichtbar machen und sich wegducken, weil es ja anscheinend doch alles keinen Sinn hat. Kleine Kinder, die halten sich manchmal die Augen zu und rufen, such mich. Dann lächeln wir und antworten, naja, ich sehe dich doch. Klar wissen wir, dass das nicht funktioniert. Du hältst dir die Augen zu und dadurch wirst du unsichtbar. Aber wissen wir es wirklich? Wenn das Unheil so groß ist wie zur Zeit, wenn sich Krise auf Krise türmt, wenn man sich am liebsten die Augen zuhalten möchte und nicht mehr hinschauen mag, dann wird mancher und manche doch wieder zum Kind. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der sich zeigt. Diese Gewissheit gibt mir einen anderen Blick in die Welt, einen anderen Blick auf die Menschen und auf die Nöte der Zeit. Einen anderen Blick, als ich ihn mit meinen eigenen Augen habe. Wenn ich Gottes Augen auf die Welt gerichtet weiß und auf mich, dann traue ich mich, meine eigenen Augen weit aufzumachen und wach hinzusehen, ungeschönt, ohne Weichzeichner und doch zuversichtlich. Ich bin nicht mehr nur Auge in Auge mit der Katastrophe, mein Horizont weitet sich, Licht bricht von oben ein in meinen elenden Tunnelblick, der nichts erwartet als das nächste Unglück. Ich bin herausgerissen aus dieser Fixierung auf das fortschreitende Unheil und ich ahne, Gott wird sich sehen lassen. Die Menschen, die in der Bibel zu Wort kommen, die haben übrigens eine faszinierend andere Vorstellung von der Zukunft als wir. Wir sind ja gewohnt, wie Läufer und Läuferinnen mit dem Blick nach vorn zu eilen, in die Zukunft hinein, um sie zu gestalten oder um sie zu meistern, wie viele gerne sagen. Die Menschen in der Bibel fühlen sich nicht wie Läufer, die das vor ihnen liegende Fest im Blick haben, sondern eher wie beim Rudern, bei dem wir immer nur das sehen können, was bereits hinter uns liegt. Und so im Blick zurück, während wir uns nach vorn bewegen, da kommt uns die Zukunft anders vor Augen. Eben kein Ablauf von Ereignissen, die sich berechnen lassen, die logisch aufeinander folgen. Es gibt ihn doch nicht, das lehrt unsere Erfahrung. Es gibt ihn nicht, den vorhersehbaren Lauf der Dinge. Wie oft ist Gott in der Vergangenheit in diesen Lauf eingebrochen, in der großen Weltgeschichte und in unseren kleinen persönlichen Lebensgeschichten. Wie oft ist da Gott eingebrochen und mit ihm das Nicht-Erwartete und das überhaupt nicht Geplante. Das ist ein aufregender Gedanke und auch ein tröstlicher. Mir macht er Hoffnung und Mut. Nie, wirklich nie ist die Zukunft so gekommen, wie Menschen sie sich ausdachten. Wir haben so viele blinde Flecken in unseren Zukunftsplanungen. Klar, wir müssen in all den Krisen beharrlich nach Lösungen suchen und wir müssen auch welche finden. Aber
jenseits aller menschlichen Lösungen und weit über sie hinaus, können wir mit der unberechenbaren Erlösung rechnen, die von Gott kommt und nur von Gott. Das ist ein tröstlicher Gedanke. Der Krieg ist zu Ende, die Mauer ist gefallen, die Katastrophe ist abgewendet, der Tyrann ist gestürzt, der Krebs ist weg, die Liebe erfüllt sich, das Kind kommt zur Welt, der Gekreuzigte wird auferweckt zu neuem Leben. Wer hat das gemacht? Gewiss, da haben sich immer viele Menschen gemüht, aber wäre da nicht Gottes Auge gewesen, das auf uns gerichtet ist und die ungeahnten Möglichkeiten sieht? Wäre da nicht die Macht des liebenden göttlichen Blicks gewesen, es wäre nichts geworden. Und auch da, liebe Gemeinde, auch da, wo Gottes Hilfe und Rettung ausbleiben, wie so oft in dem vergangenen Jahr, auch da ist unser Glaube nicht am Ende. Im Gegenteil, ausgerechnet in dieser quälenden und notvollen Erfahrung hat er seine Mitte. Da ist in der Frauenkirche in Dresden, manche haben das vielleicht vor Augen, in der Gloriole über dem Altar das berühmte Auge Gottes. Es wacht über dem verzweifelten Jesus in Gethsemane, während seine Jünger schlafen. Und Gottes Boten, die Engel, sind da, während Jesus mit seiner Todesangst ringt. Und die Boten Gottes tragen das Kreuz, Symbol des christlichen Glaubens. Und damit tragen sie die Botschaft, da, wo unsere Hoffnung aufgibt, wo sie verzweifelt ist und nur noch schreien kann, hier ist kein Gott. Da hat Gott seine größte Macht gezeigt. Da hat er sich selbst hineinbegeben in den Tod, um dem Leben zum Sieg zu verhelfen. Zu allen Zeiten sind Christinnen und Christen für ihren Glauben an einen solchen Gott ausgelacht worden, hämisch ausgelacht. Und wir können es ja auch nicht begreifen, wie Gott sieht, warum Gott sieht und doch nicht so eingreift, wie wir es uns wünschen, warum er sich zeigt und wie er sich zeigt, wenn es doch so ganz anders geschieht als erwartet. Aber dass Gott sieht und dass Gott sich zeigen wird, das ist gewiss. Und solche Gewissheit hilft mir, dem Schlimmen und dem Bösen standzuhalten. Wenn es gut geht, hilft es, hilft diese Gewissheit, das Böse und das Schlimme zu überwinden. Sie gibt Kraft, nicht aufzugeben, wo alles zu scheitern scheint. Sie gibt Geduld, Rückschläge auszuhalten. Sie gibt Mut, alles zu tun, alles, was in unseren eigenen kleinen Möglichkeiten steht. Und mit diesem zuversichtlichen Glauben will ich in die Tage dieses Jahres 2023 gehen. Und wenn mich die Aussichtslosigkeit überfällt, dann wird dies mein Stoßgebet sein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der sich zeigen wird. Ein lichtes Fenster zum Himmel ist offen. Drückende Enge weitet sich. Alles Gute wird möglich. Wir haben, liebe Gemeinde, wir haben allen Grund zu hoffen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Und so lasst uns miteinander und füreinander beten. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. Du hast gesprochen und alles wurde. Am ersten Tag des neuen Jahres hören wir deine Stimme. Sie kündet Hoffnung den Armen, Freiheit den Unterdrückten, Einsicht den Verblendeten, Rettung den Gequälten. Ein Gnadenjahr des Herrn. Wir bitten dich, erfülle deine Verheißung und schenke Hoffnung, wo ein Anfang undenkbar ist und Aufbruch nur Verzweiflung, wo der kommende Tag Krieg und Zerstörung bedeutet, wo die Angst den Menschen Beine macht. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. So bist du unsere Hilfe, der du Himmel und Erde gemacht hast. Wir bitten dich, erfülle deine Verheißung und schenke Freiheit, wo Willkür und Unterdrückung herrschen, wo manipuliert und verheimlicht wird, wo Meinungsfreiheit nur ein Schein und Demokratie nur ein Schleier ist, wo Ideologien und Machtinteressen Menschen instrumentalisieren. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. So bist du unsere Hilfe, der du Himmel und Erde gemacht hast. Wir bitten dich, erfülle deine Verheißung und gib Einsicht, wo Menschen gefangen sind in sich selbst, in totalitären Mustern, in materiellem Denken, in der Angst, zu kurz zu kommen, in Selbstüberschätzung, in der Unfähigkeit, andere zu hören und zu verstehen. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. So bist du unsere Hilfe, der du Himmel und Erde gemacht hast. Wir bitten dich, erfülle deine Verheißung und bewahre, die sich selbst und ihren seelischen Wunden nicht mehr entkommen, die krank sind ohne Hoffnung, die verwundet sind ohne Hilfe, die sterben ohne Beistand. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. So bist du unsere Hilfe, der du Himmel und Erde gemacht hast. Wir bitten dich, erfülle deine Verheißungen und heile deine Schöpfung, die bedrohten Pflanzen und Tiere, die vergifteten Wasser und Böden, die trägen Lüfte, die Kreaturen und Elemente, mit denen und von denen wir leben. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. Du hast gesprochen und alles wurde. Am ersten Tag des neuen Jahres hören wir deine Stimme. Gnade, sagt sie uns zu. Gnade, die alles verwandelt in deinem Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist alle Zeit vollendet. Der beschenke uns mit seiner Gegenwart, wenn wir jetzt Brot und Wein miteinander teilen, Zeichen deines Reiches, in dem Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, unsere Berufung und unsere Freude, dass wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall loben und dir danken. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn Mensch geworden ist er, dein ewiges Wort. In ihm schauen wir das Licht deiner Herrlichkeit. In ihm bist du, Gott, sichtbar zu uns gekommen und offenbarst uns, was kein Auge geschaut hat. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Des Himmels und der Erde. Du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und deinen Sohn Mensch werden lassen. Wir danken dir für die Erlösung, die er am Kreuz für uns vollbracht hat. Wir bitten dich, sende auf uns herab den Heiligen Geist, heilige und erneuere uns an Leib und Seele, damit wir unter diesem Brot und Wein Leib und Blut Christi zu unserem Heil empfangen, wenn wir tun, was er uns geboten hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung weisen wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Friede sei mit dir. Wir feiern Abendmahl. Christus selbst lädt uns an seinen Tisch. Wir feiern als wandelndes Gottesvolk. Wenn Sie das Abendmahl mit dem Gemeinschaftskelch empfangen wollen, dann haben Sie hier vorne die Möglichkeit, bitte kommen Sie durch den Mittelgang nach vorne, empfangen Brot, gehen dann zum Kelch. Wir bitten Sie, den Kelch nicht zum Munde zu führen, sondern die Oblate in den Kelch, in den Wein einzutauchen. Wenn Sie das Abendmahl mit den Einzelkelchen empfangen wollen, haben Sie unter beiden Emporen dazu die Möglichkeit. Entscheiden Sie selbst, was für Sie gut ist. Wie auch immer sind wir verbunden durch die Nähe des auferstandenen Christus. Und nun kommt, es ist alles bereit. Werdet, was ihr seid, seid, was ihr werdet, Leib Christi.
im festen Glauben zum ewigen Leben. Lass uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott, für die Gaben von Brot und Wein. In ihnen hast du uns mit deinem Sohn verbunden, Licht der Welt, Frieden und Wahrheit. Schlage unsere Herzen aus mit dem Glanz der Weihnacht, dass wir tun, was dem Leben dient, und dich loben und ehren in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Thank you.